Zu Beginn des Verdauungsprozesses gelangt die Nahrung über die Speiseröhre in den Magen. Im oberen Magenteil kann sich der Magen ausdehnen und Platz für bis zu zwei Liter Nahrungsbrei schaffen. Drüsen produzieren in der Magenschleimhaut Verdauungssäfte, die den Nahrungsbrei verdauen. Durch Muskelkontraktionen des Magens wird der Speisebrei mit den Verdauungssäften vermischt und in kleinen Portionen über den Magenausgang in den Darm weitertransportiert.